Sie sehen uns heute Abend in festlicher Partylaune. Nicht in ausschweifender, nicht in überzogener, nicht in überkandidelter, in festlicher Partylaune, denn heute vor 20 Jahren wurde Sat.1 gegründet. Das ist nicht ganz korrekt. Es wurde die Vorgängerorganisation von Sat.1 gegründet mit dem damals noch nüchternen Namen PKS. Aber schon ein Jahr später kam die gute Fee, es machte Bling und aus PKS wurde Sat.1. Und wir haben heute das große Vergnügen, Ihnen die ersten Sendeminuten von PKS damals aus einem kleinen Studio in Ludwigshafen zeigen zu können. Ein Leckerli für alle Freunde der Fernsehkultur. Und Sie werden sehen, wie nahe diese Show, wenn Sie das sehen, werden Sie sehen, wie nahe diese Show an den Wurzeln geblieben ist. Ja? Und Sie werden sagen, Donnerwetter. Donnerwetter, dass man in 20 Jahren so nahe an seinen Wurzeln bleiben kann. Dazu hat es diese Show gebraucht. Gleich ein musealer Leckerbissen für alle Freunde der Fernsehhochkultur. Das ist nicht übertrieben. Haben Sie gehört, dass die Europäische Union klagen will gegen amerikanische Zigarettenkonzerne, weil sie Zigaretten in den Irak geschmuggelt haben? Falls Sie das vergessen haben, der Irak ist ja böse und wird boykottiert. Aber die Zigarettenindustrie hat gesagt, man hat rüber geschmuggelt. Und ich finde, sagen wir mal, als Philip Morris Aktionär mit 200% Gewinn in den letzten 2 Jahren, kann man das tolerieren. Man hat ein dummes Gefühl, aber gut, die Telekom macht sowas nicht, aber 200% Gewinn ist lange her. Ja, vielleicht haben auch die Zigarettenkonzerne es missverstanden, dass George Bush gesagt hat, wir werden die Terroristen ausräuchern. Dann gibt es eine geheime Studie unserer Bundeswehr. Und zwar ein Brigadegeneral hat herausgeforscht, ich zitiere, die Bundeswehr besteht oft nur noch aus dem Bodensatz der Gesellschaft. Das ist nicht schön. Das ist auch dem Bodensatz der Gesellschaft gegenüber nicht schön. Verstehen Sie? Da weiß man gar nicht, wie man mehr bedauern soll. Ja, ich kannte den Begriff Bodensatz der Gesellschaft gar nicht. Ich habe mal das Zitat gelesen, wo jedes Land hat einen natürlichen Prozentsatz an Vollidioten. Ja, das war mir klar, ich sage, das ist okay. Ja, und ich fühle mich wohl dabei. Aber der Bodensatz der Gesellschaft und der häufigste Satz, mit dem mittlerweile Rekruten bei der Bundeswehr begrüßt werden, ist, grüß dich, warum wurde deine Show denn abgesetzt? Helmut Zerlett und das PKS-Orchester. Heute Abend ist ein wirklicher Star des deutschen Films. Er war eigentlich in allen großen, erfolgreichen deutschen Filmen der letzten Jahre mit dabei. Ja. Und jetzt hat sein neuer Film Premiere, Knallharte Jungs. Heute Abend bei uns, 20 Jahre alt, der Shootingstar des deutschen Kinos, Tobias Schenke. Neuer Liebling des Monats wird auch heute Abend per Applaus hier von Ihnen gewählt im Studio. Und viele, ich weiß, aber auch schon vereinzelt Zeitungsartikel gelesen, in denen behauptet wird, diese Wahlumfrage, die wir jeden Abend hier machen, ja, entspricht nicht ganz dem Seriositätsgrad. Falsch. Ja, weil es irgendwie nicht nach irgendwelchen wissenschaftlichen Regeln ginge. Falsch. Meine Damen und Herren, die Spitzenpolitiker arbeiten eigentlich nur noch mit diesen Zahlen, die hier bei uns ermittelt werden. Wirklich wahr. Ein Ausschnitt aus der Talkshow Riverboat mit FDP-Spitzenmann Jürgen Möllemann. Gucken Sie Harald Schmidt gelegentlich? Ja, ich gucke Harald Schmidt und der Mann der macht überhaupt eine gute Sendung. Aber seit neuestem macht er ja jeden Abend Bundestagswahl. Jeden Abend. Ja. Und wir liegen jetzt bei jedem Abend immer zwischen 15 und zuletzt war es 21,8%. Und bei 21,8 hat er gesagt, der Möllemann ist ein Weichei mit seinen 18%. Ja. Also muss ich jetzt mal langsam aufstocken. Es geht ganz gut. Nein, nein, wirklich. Und das ist nicht nur wegen falschem Springen natürlich. Primär nicht. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen. Natürlich wählt mich keiner und die FDP keiner nur, weil ich falsch springe. Aber die Leute kommen zu den Veranstaltungen hin, weil sie sagen, mal gucken. Jürgen Möllemann hat die Zahlen präzise im Kopf. Ja. Präzise. Und
Der würde das nicht einfach so sagen. Das heißt, ich glaube, dass die FDP bereits einen eigenen Planungsstab hat in ihrer Führungsetage, um zu sagen, wie können wir noch subtiler auf dieses Wahlergebnis jeden Abend reagieren. Hier ist das Wahlergebnis von heute, das erste vom März. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Wahlberechtigt heute 244, gültige Stimmen 229, Rekordwahlergebnis von 93,9%. Für die CDU/CSU 32,3%. Für die SPD 30,6%, für die Grünen 10,5%, für die FDP, Achtung Mölli, 20,5% und für die PDS 6,1%. Ein Trend setzt sich fort. Ja. Die beiden großen Parteien, CDU und SPD, pendeln sich irgendwo plus minus 30, 32, 34% ein. FDP geht stramm kontinuierlich auf die 20% zu. Die Grünen werden eigentlich langsam aber sicher wieder zweistellig. Und die PDS ganz sicher oberhalb der 5%-Hürde. Auf jeden Fall. Ja, meine Damen und Herren. Und alle Parteien, die sie viele, viele Millionen ausgeben für teure Wahlforschung. Ja? Wir werden, ich glaube, man darf gar nicht bis zum letzten Tag vor der Bundestagswahl solche Umfragen machen, weil das beeinflussen könnte. Wenn hier rauskommt, FDP 104%, könnte einer auf die Idee kommen, auch FDP zu wählen. Man muss, glaube ich, eine Woche oder vorher, da dürfen solche Sachen nicht mehr gemacht werden. Nee, ist ja auch logisch. Wieso? Wieso ist das jetzt schon wieder logisch? Es geht doch bei, also wir können das natürlich bis vor der Wahl machen. Warum? Ja, also weil... Sag nicht, weil wir nicht seriös sind. Doch, natürlich sind wir seriös, aber natürlich ist das nur ein Ausschnitt unserer Gesellschaft, die Menschen, die bei uns im Publikum sitzen. Ja, aber auch die Menschen, die auf der Straße gefragt werden, sind nur ein Ausschnitt der Gesellschaft, ja. Nämlich dieser Ausschnitt der Gesellschaft, dieser Ausschnitt der Gesellschaft, der auf der Straße geht. Ja? Und ich wette, wir werden am letzten Tag vor der Bundestagswahl, am letzten möglichen Sendungstag, werden wir unser Ergebnis hier bekannt geben. Und dann wird man sehen, dass wir repräsentativ dicht am Originalergebnis liegen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Parteien sagen, wir wollen gar nicht mehr, dass gewählt wird. Wir übernehmen das Ergebnis hier. Ja? Ist okay, schickt es uns rüber, schraubt die Stühle im Bundestag um. Und die Parteien werden sagen, Donnerwetter, was haben wir wieder für sinnlose Millionen rausgeschmissen für diese ganzen Umfragen? Ja. Bin ich sicher. Hast du heute wieder ein Rätsel für mich, wenn du Bier trinkst? Nö. Überleg dir eins. Mir hat das so gut gefallen gestern mit diesem Einbeck. Ja? Überleg dir ein Rätsel nachher. Wir kommen dazu. Eins nach dem anderen. So, jetzt kommen wir erst zu unserem Liebling des Monats. Der Liebling des letzten Monats hat für enorme Furore gesorgt. Edeka-Markt Kasper in Hannover. Wir sagen Dankeschön und verabschieden uns heute vom Edeka-Markt. Und hier sind die neuen Vorschläge. Wer könnte in diesem Monat es packen? Ich sag mal, ich habe das alles hier. Sie kennen das ja mittlerweile. Das ist ein Kandidat, der hat... Wir könnten eigentlich mit ihm anfangen, weil er ist für mich ein ganz großer Favorit. Aber ich will Sie nicht beeinflussen. Der erfolgreichste Moderator des deutschen Fernsehens, meine Damen und Herren, eine Klasse für sich. Auch aufgrund seiner überragenden Mimik, Günther Jauch. Das hier gefällt mir eigentlich am besten. Da frage ich mich, warum hat er nicht das literarische Quartett übernommen? Das ist unerträglich. Wie nennt man ein Ereignis, das als Ankündigung kommenden Unheils gedeutet wird? Das weiß man, Menetikel. Ja. Ja, Menetikel. Aber das hätte ich auch nicht gewusst. Wie nennt man den Drahtkorb, der den Korken auf der Sektflasche hält? Butine oder Agraffe? Weißt du es? Nee, weil ich die Sendung gesehen habe. Ach so, wie heißt es? Agraffe. Agraffe. Aber wusste ich auch nicht. Ich hätte gedacht, das sind diese Tiere mit dem langen Hals. Ein weiterer Kandidat in diesem Monat. Jörg Haider. Was ist sein offizielles Amt? Ist, glaube ich, Landeshauptmann von Kärnten. Ja? Ist das richtig? Ja, ich glaube schon. Ja. Und er hat für Aufregung gesorgt. Er ist nach Bagdad gefahren und hat Saddam Hussein besucht. Man weiß nicht, wollte mal in Ruhe eine rauchen oder worum ging es? Und dann meldet Bild heute, was ich auch gestern schon gelesen habe, Spiegel Online, Jörg Haider möchte angeblich Moslem werden. Ja? Mit einem völlig neutralen Foto hier abgebildet. Und zwar diese Thematik, dass Jörg Haider eventuell Moslem werden möchte,
kommt wiederum von einem Sohn von Al-Gaddafi. Ja. Ja. Wir wissen dazu nichts Genaueres. Wir haben auch nur gedacht, falls Sie sich mehr für die arabische Welt interessieren, wie wäre es mit Einstieg Arabisch für Kurzentschlossene, 2 CDs und 2 Kassetten, 2 für 1. So einfach ist das. Kriegt man eigentlich Lust, das mal im Auto zu lernen, oder? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob Arabisch schwierig zu lernen ist. Doch. Mir haben jetzt Leute gesagt, Chinesisch sei nicht so schwierig zu lernen, das Sprechen. Das Schreiben sei sehr schwierig, aber ich weiß es nicht. Im Arabischen gibt es auch keine Vokale. Ich glaube, das ist das Schwere. Im Arabischen gibt es keine Vokale? Ja, die muss man sich... In Köln-Mühlheim auch nicht. So. Jetzt. Jetzt. Die korrekte Aussprache. Russe-Krö. Vom Sprachinstitut Madame Nathalie. Russell Crowe spielt gerade seinen, wie heißt dieser Film von ihm? A Beautiful Mind. A Beautiful Mind. Hat er keinen deutschen Titel? Nein. Nein. Er spielt einen Mathematikprofessor, der geistig verwirrt ist. Ist das so? Der schizophren ist er, glaube ich. Ach so, schizophren, das geht ja noch. Ich dachte schon, geistig verwirrt. Das wäre eigentlich eine Rolle für Robin Williams, oder? So mit diesem Teppichboden im Gesicht und so Orang-Utan unter Armen, wo dann irgendwie so mit mildem Licht am Nachmittag Matt Damon irgendwas erklärt. Das ist, glaube ich, zu süßlich für die Rolle. Robin Williams. Ja. Ja. Und dieser Film ist so erfolgreich, dass Russell Crowe, er ist auch so gut, für einen Oscar schon wieder nominiert ist. Ist das richtig? Ja. Ja, und er läuft auch schon hier in Deutschland. Und unsere Russell Crowe-Expertin Madame Nathalie hat Kinogänger zur Thematik des Films befragt. Das ist auch toll, das wusste ich nicht. Straßenumfrage heißt auf Französisch Le Micro-Trottoir oder Trottoir Micro. Micro-Trottoir. Le Micro-Trottoir. Nathalie a fait un Micro-Trottoir. Eine persönliche Definition über Genie. Über Genie? Ja, was ist ein Genie für Sie? Jemand, der hochintelligent ist. Und für dich, was ist die Definition von Wahnsinn? Wahnsinn? Wahnsinnig. Deine persönliche Definition. Wenn man etwas tut, was man gar nicht unter Kontrolle hat. Können Sie zum Beispiel eine Liebeserklärung an Ihre Freundin jetzt spontan machen, ein bisschen originell für uns? Ich glaube, die beste Liebeserklärung ist die, dass man die eigentlich gar nicht macht, weil der Mensch, mit dem man zusammen ist, das eigentlich wissen müsste, dass man ihn liebt. Ich weiß nicht, was genau von mir zu sagen erwartet wird, damit du Verkehr mit mir hast. Was würden Sie antworten? Sexueller Verkehr. Ja, ich würde sagen, ich habe Kopfschmerzen. Wenn Ihr Partner wahnsinnig wird, was würden Sie machen? Okay, dann kann man nicht mit dem Partner zusammenleben. Sie würden ihn in den Stil lassen oder so? Ja, er könnte sich noch versuchen zu ändern, aber... Sonst? Ja. Das ist für mich sehr interessant. Zu sehen, wie junge Menschen... Wie junge Menschen das Problem der Partnerschaft sehen, ja? Diese junge Frau... Natürlich kann man mit Menschen zusammenleben, die wahnsinnig sind. Das weiß diese junge Frau nicht. Und der andere hat gesagt, das beste Kompliment ist, nicht zu sagen, dass man die Partnerin liebt. Weil sie muss es ja wissen. Ja, und das ist falsch, Junge. Das ist tödlich falsch. Die Weiber wollen zugequatscht werden. Ja, wichtig ist zuhören, echt. Boah. Nein.
echt der Ammer. Was? Du weißt nicht, wo du übernachten sollst? Stimmt's, Antoine? Ja. Man muss hören. Und das andere ist, das ist dieser männliche Irrtum, dem ich auch lange aufgesessen bin, ja, dass sozusagen Frauen einfach spüren, durch die Art, wie man in die Tür aufhält. Ja, was sie bedeuten für einen. Falsch. Frauen wollen das hören. Man muss eine kleine Aufmerksamkeit, keine Routine einschleichen lassen in einer Beziehung. Bin froh, dass ich das diesen jungen Menschen sagen könnte. Also, Partnerschaft mit Wahnsinnigen ist möglich. Ja. Merkt euch das als erstes fürs Wochenende. Und was Partnerschaft ist, wird allerdings vom Wahnsinnigen definiert. Und das zweite ist, Männer, deutsche Männer, sagen sie ihren Frauen, wie toll sie sind, wie sehr sie sie lieben, wie schön sie sind. Und sie werden sehen, die Liebe hält ewig. Auch wenn der Mann das vielleicht gar nicht will. Es permanent sagen. Man muss sich da ein bisschen innerlich einen Ruck geben. Ja. Dass ich heute so harmonisch gestimmt bin, hat mit dem Jubiläum zu tun. 100 Jahre, es hat 20 Jahre PKS. Gott nochmal. Ja. Und Sie werden es gleich sehen. Sie sollten den Videorekorder in Anschlag bringen. Das haben Sie nicht alle Tage. Das hier ist das Senderlogo. So fing früher Sat.1 mal an. Die Geschäftsführung saß in einem Raumschiff, trug enge Anzüge. Ja. Und der Kassierer hatte spitze Ohren. Sie kennen das. Und liebe Sendefreunde, 20 Jahre ist es her, da hieß es leinenlos bei Sat.1, damals noch PKS. Wir zeigen Ihnen die ersten unwiederbringlichen und immens wertvollen Sendeminuten in ungekürzter Länge. Und ich darf Ihnen jetzt schon mal sagen, ein kleiner Tipp. Bitte Papier und Bleistift bereitlegen, falls Sie mitschreiben wollen, wann die Sondersendungen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesendet werden. Die Uhrzeiten sind nicht die rundesten. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ihnen allen wünscht die PKS ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Für die Weiterentwicklung des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland ist dies heute ein ganz besonderer Tag. Sie sind in dieser Minute Zeuge des Starts des ersten deutschen privaten Fernsehveranstalters, der Sie mit einem Vollprogramm täglich ab 16.45 Uhr über den Nachmittag und Abend begleiten will. PKS also, das heißt täglich Spielfilme, Serien, Shows, Zeichentrick, Dokumentation und Kinderprogramme, wobei für die Kinder der bekannte Otto Meyer Verlag aus Ravensburg neue Programme beisteuern wird. PKS-Kanal, das heißt aber natürlich auch Informationen aus Politik und Wirtschaft, Kultur und Sport. Für die nationalen und internationalen Nachrichten haben wir als Kooperationspartner die FAZ gewonnen. Für eine erste Direktschaltung ins Nachrichtenstudio der FAZ rufe ich Frankfurt. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Studio der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Von hier aus, aus Frankfurt, werden wir uns tagtäglich viermal nach Ludwigshafen mit den neuesten Tagesmeldungen an Sie wenden. Wir, das ist die Fernsehnachrichtenredaktion der Tele-FAZ, eines neuen Ressorts dieser Zeitung, das die elektronische Zukunft der Zeitung journalistisch erproben will. Der Produktionsapparat dieser Fernsehnachrichtenredaktion ist klein. Wir arbeiten beispielsweise nur mit zwei Kameras. Aber uns kommt es nicht auf den großen Apparat an. Wir wollen die Qualitäten der Zeitung nutzen. In der dem Studio nachstehenden Nachrichtenredaktion hinter der Glasscheibe dieses Studios laufen die Meldungen und Funkbilder, die Berichte der Korrespondenten dieser Zeitung ein. So können Sie auch an den Informationen eines weltweit gespannten Korrespondentennetzes teilhaben. Fachredakteure des Blattes und Kommentatoren werden das Nachrichtenangebot vertiefen. Fernsehnachrichten mit den journalistischen Qualitäten einer Zeitung, das ist unser Ziel. Unsere Sendezeiten sind von morgen an 16.46 Uhr, 18.30 Uhr, 20.20 Uhr und noch einmal zum Sendeschluss. Und heute zum Beginn am Feiertag melden wir uns wieder um 12.50 Uhr, dann um 16.57 Uhr und um 20.10 Uhr.
Ich wünsche Ihnen zunächst gute Unterhaltung und gebe zurück nach Ludwigshafen. Danke, Jens Wendland. Danke. Spaß am PKS-Programm also täglich ab 16.45 Uhr. Für diesen besonderen Tag allerdings haben wir ein 14-stündiges Festtagsmenü vorbereitet, bei dem sie Irene Joest begleiten wird. Guten Tag, meine Damen und Herren. Den Auftakt unseres Neujahrsprogrammes bildet die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Es spielt für Sie das Münchner Bachorchester unter der Leitung von Karl Richter. Herzlichen Glückwunsch, Sat 1 zu 20 Jahren, kann man an dieser Stelle. Und das Tolle, man sieht auch, wie lange die Mitarbeiter bei Sat 1 sind. Jürgen Dötz war das, immer noch bei Sat 1. Mittlerweile natürlich nicht mehr Moderator, sondern Geschäftsführer und im Vorstand der ProSieben Sat 1 Media. Da war er auch Chef. Da war er auch schon Chef? Ja, er hatte noch keinen Moderator, deswegen hat er das selber gemacht. Ach so, das waren Zeiten. Ja. Vielleicht kommen Sie wieder. Ja. Und 20 Jahre. Und das Tolle ist, die Sendung sieht doch aus wie unsere heute, oder? Mal ganz ehrlich. Zwei Herrschaften sitzen da, ja, die gucken, was kommt als nächstes. Ja. Dann wird es ein bisschen dunkel und dann kommt klassische Musik zum Schluss. Das war unbewusst, aber ich habe das gefühlt. Ja, ich habe das gefühlt, so nahe ist niemand sonst an Sat 1. Und Frau Irene Joest ist heute Air Promotion, arbeitet in der Air Promotion beim ZDF, On-Air-Promotion. Was ist das eigentlich, On-Air-Promotion? On-Air-Promotion ist das, was man, also wenn jetzt gleich Werbung ist, ja, dann kommt danach On-Air-Promotion, also Werbung. Das sind diese tollen Trailer, die man so gerne sieht über andere Sendungen, die noch in Sat 1 und so laufen. Ja. Und natürlich auch beim ZDF. Off-Air-Promotion wäre ja Plakate. Ja, aber die Off-Air-Promotion ergänzt natürlich die On-Air-Promotion. Klar. Die arbeiten ja eng zusammen. Das sind ja zwei Abteilungen mit jeweils 400 Mitarbeitern, oder? Ja. Ja. Die zum Teil auch gegeneinander, also wie soll ich mal sagen, naja, also getrennt planen und dann aber vereint, kanalisiert, eine Werbung machen, dass nur so geguckt wird. So, das war PKS und das ist der letzte Kandidat für den Liebling des Monats. Was ist das? Ja, das muss ich erst noch durchsetzen in unserer Bevölkerung. Das ist der Transrapid, meine Damen und Herren. Für den Transrapid gibt es 60 Fantastilliarden Steuergelder. Und es sind zwei Transrapid-Strecken geplant. Eine in München von der Innenstadt, vom Hauptbahnhof zum Flughafen. Und eine bei Wolfgang Clement vom Wohnzimmer in die Küche. Und wie es jetzt momentan aussieht, liegt NRW, unser Power-Bundesland, mal wieder vorne. Bist du nicht begeistert? Ja doch, klasse. Was heißt vorne? Nein, also die liegen beide vorne, nur die einen haben ein bisschen mehr Geld vom Bund bekommen und die anderen weniger. Ja, aber warum? Und da stelle ich fest, hast du eine Infolücke, da brauchst du die FAZ-Telenachrichten. Weil in München die Stadt das unter Umständen gar nicht haben will. Ja, die haben dieses Planfeststellungsverfahren. Ja, aber wir wollen ja zum Beispiel, also ich möchte in 2 Minuten von Köln in Essen sein. Klar. Einfach mal so, hallo, Fritten, Essen und wieder zurück. Ja. Und weil Nordrhein-Westfalen als Zukunftspowerland sagt, wir bauen diese Strecke, auch im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft, ja, Köln, Düsseldorf, Essen, Bochum, Dortmund. Deswegen sieht es jetzt aktuell so aus, dass ein Großteil des Geldes an Nordrhein-Westfalen gegeben wird. Ja. Und wie funktioniert eigentlich dieser Transrapid? Man könnte das natürlich primitiv erklären, aber wir haben ein kompliziertes technisches Modell. Und zwar
ist dieses Modell im Maßstab 1:2 nachgebaut. Du weißt, dass es wichtig ist, immer gleichzeitig anzuheben. Ja, okay. Das kennst du von den Ferienjobs, wenn einer so fallen lässt und es dem anderen nicht sagt, ne? Hab ich nie gemacht. Hast du nie, hast du mal erlebt? Das haut ja dermaßen auf die Griffel, das gibt's überhaupt. Das hier, da war kein Leuchtstreifen drauf, war nicht abgesichert hier. Man wird nachlässig zum Wochenschluss, ja? Normalerweise müsste eine Blinklampe und ein Leuchtstreifen und es müsste ein Schild in 1,30 Abstand geklebt sein. Achtung, hier ist ein Hindernis. Das hier ist, der, so funktioniert der Transrapid, ja? Das hier ist der Bahnhof München. Damit die Münchner sich nicht benennen. Oh, das ist aber dann. Moment. Dann oder es ist der Flughafen. Sind die Schilder falsch? Die sind falsch. Die, ja. Schilder sind falsch. Das ist ja so. Das ist München. Dann gib mir doch einen Münchner. Gib mir mal einen Düsseldorfer. Hast du noch. Wir können Flughafenquartett spielen. Ja. So, Düsseldorf, München, Flughafen. Jetzt brauche ich ja von dir einen Kölner, oder? Nein. Was wieso? Machst du denn jetzt drauf? Ja, weil du fährst ja jetzt, also der Zug fährt ja von Düsseldorf nach Dortmund. Ja. Ja, so, von Düsseldorf nach Dortmund. Oder er fährt von München nach München. München. Köln haben wir nicht? Das ist doch bei Düsseldorf mit drauf. Oh. Hier. So sah's nicht mal aus, als wir noch PKS hießen. Mit so einem Griffel hier rangefummelt, gerade noch. Das sind die letzten Informationen, dass Clemens sagt, vielleicht auch bis Köln und Bonn. Deswegen eigentlich. Wieso denn Bonn? Also Bonn braucht wirklich überhaupt keinen Zug. Ja? Der letzte Vorschlag für den Liebling des Monats März, der Transrapid. So, man muss sich also vorstellen, der Transrapid fährt von Düsseldorf nach Dortmund. Ja. Dann kommen also Transrapid-Mitarbeiter, heben den Düsseldorfer Bahnhof an. Genau. Alleinsteige bitte. Zurücktreten von der Bahnsteigkante. Und dann geht's in die Gegenrichtung. Das war kaum zu sehen. Das ist technisch nachvollziehbar, aber wie sieht es aus, wenn die Strecke in München gebaut wird? Dann fährt der Zug nämlich von München Innenstadt zum Franz-Josef-Strauß-Flughafen. Ja. Das sollte man öfters mal erwähnen, dass der Münchner Flughafen Franz-Josef-Strauß-Haft. Hier steht es auch, FJS, so richtig wie JFK. Wie JFK in New York, damit die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt, zum FJS-Flughafen in München. So, jetzt fährt der Transrapid von München Innenstadt. Ein Wagen von der Linie 8. Kennst du nicht mehr? Nee. Er war vor deiner Zeit. Der Weißviertel. Ja, wir Älteren, wir BR-Zuschauer, wir kennen ihn. Weiß-Blau fährt ratternd durch die Stadt. Aber mittags immer gehört, Sonntagmittags. Also die Comedy von damals. Ich weiß, dass ich jetzt viele Post aus München kriege. Sehr geehrter Herr Schmidt, mein Mann und ich hören Sie oft. Und wir freuen uns, dass Sie solche Künstler noch schätzen. Machen Sie weiter so. Der fährt langsamer, habe ich den Eindruck, als in Nordrhein-Westfalen, oder? Der hat ja auch weniger Zuschüsse. Weißt du, woran mich das erinnert? Nee. Wenn alleinerziehende Väter mit den Kindern schaukeln gehen. Ja, oder auf der Hüppe eben. Was? Das machen wir ja auch bald in 3 Wochen, Kinderspielplatz. Ja, in 3 Wochen stellen wir hier Kinderspielplätze vor. Da tut sich einiges, meine Damen und Herren. Kinderspielplätze sind nicht mehr so, wie Sie sie kennen. Kinderspielplätze haben mittlerweile ein Angebot. Da fällt mir auf, pass mal auf. Wenn du jetzt das Bahnhofsgebäude wegnimmst, hat für dich erotisch das Wochenende schon angefangen. Jetzt müssen wir wieder hin, oder? Da muss doch weg oder kann er bleiben? Ist es nicht so riskant?
Es könnte ja einer drüber. Wow! Wow! Wahnsinn! Wow! Wahnsinn! Wahnsinn! Manuel Andrack. Manuel Andrack trägt den Transrapid ganz alleine. So, jetzt kommt ihr zur Abstimmung hier im Studio. Wo ist? 1, 2, 3. Sie applaudieren, meine Damen und Herren. Wer wird der Nachfolger des Edeka-Marktes in Hannover? Wer wird Liebling des Monats? Das ist zum einen Rüssel Kröll. Das hätten wir dann auch erledigt. Wo ihr schon den weiten Weg gemacht habt. Der Sat.1-Gründungssender PKS. Der Transrapid. Oder, meine Damen und Herren, die Nummer 1 im deutschen Fernsehen, Günther Jauch. Das war eindeutig. Das war eindeutig. Das war eindeutig. Günther Jauch für seine überragende mimische Leistung. Jetzt ist die Frage, mit welchem Bild? Wir nehmen ihn mit der. Ich würde 2 zur Auswahl stellen, die ich für die besten halte. Wer ist für dieses hier? Ja? Okay. Und wer will das hier? Also, unser Liebling des Monats März und demnächst auch ganz weit vorne bei der Wahl von Theater heute zum Schauspieler des Jahres für diese Mimik. Allein schon 80% aus diesen Gründen schaue ich mir die Sendung jedes Mal an. Heute Abend ist auch wieder, oder? Ja, klar. Ja. Also war. War, ja. Ja. Sie wissen ja, wir zeichnen um 11 Uhr morgens auf, freitags. Und die Sendung wird gewesen sein haben können, Futur 11, wenn wir nach Hause kommen. Günther Jauch im März hier. So. Hast du dir jetzt ein Rätsel überlegt fürs Bier? Ja. Wie heißt die Straße bei Monopoly neben dem Hauptbahnhof? Die Straße im Monopoly neben dem Hauptbahnhof? Die sind orange, oder? Nee. Blau. Boah, keine Ahnung. Was ist das? Okay, hinter der Bahnhofstraße. Schlossallee? Ist es also dieselbe Preiskategorie? Ja. Parkstraße. Sehr gut. Ja. Parkbier. Hättest du nicht sagen können, wo reißt du jeden Abend den Mantel auf? Also, das ist ja Monopoly. Monopoly. Parkbier. Park alkoholfrei, wo kommt das her? Aus Pirmasens. Oh. Und zwar hat uns das nochmal geschickt Olga. Das war ja die Dame, die letzten Freitag hier leider dann doch nicht mit Antoine mitgehen durfte. Aber ihren Freund mit dabei hatte. Ja, genau. Aber Antoine hatte sie hat geschrieben, sie konnte leider nicht zu dem verabredeten Treffen mit ihr kommen, weil sie müde war. Ja. Da ist sie. Das ist Olga. Danke, Olga, für das Bier. Und du siehst, wir trinken es in Ehren. Ist es alkoholfrei? Ja. Bisschen hastig eingeschenkt. Ja. Ja. Das kommt schon mal vor, meine Damen und Herren. Jetzt herzlich willkommen, Tobias Schenke. Als ich dein Leben auswendig gelernt habe, ja, in Vorbereitung auf heute Abend. Auswendig gelernt? Ja, habe ich auswendig gelernt. Da habe ich festgestellt, du bist wieder bei deinen Eltern eingezogen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich wahnsinnig ungewöhnlich in diesem Alter, wenn man schon mal ausgezogen ist. Ja, ich mag meine Eltern sehr gerne. Ja, und meine kleinen Brüder auch. Ja. Wie viele Brüder sind das?
Das sind drei. Ihr seid vier Jungs? Wir sind vier Jungs, ja. Und in welcher Reihenfolge bist du da? Ich bin der Älteste. Oh. Deswegen das mit dem Transrapid, das hat mich gerade erinnert an meine kleinen Brüder auf dem Spielplatz. Bloß, ja? Dass der Jüngste dann der Zug gewesen wäre. Ja, das ist toll. So soll es ja auch zwischen Bochum und Essen sein. Ja. Aber hat es keinen Spaß mehr gemacht, alleine zu wohnen, oder was? Nee, ich habe mit meiner Ex-Freundin zusammen gewohnt. Ja. Und die Wohnung war sehr groß und so. Und es hat Spaß gemacht. Mit der bin ich jetzt nicht mehr zusammen. Und ich hatte danach jetzt nicht so Lust, mir so einen Stress zu machen wegen der neuen Wohnung. Und deswegen, ja, bin ich erstmal übergangsweise bei meinen Eltern untergetaucht, weil ich ja jetzt eh auf Promotour bin, also kaum zu Hause. Ja. Und wenn ich wieder mehr Zeit habe und meine Eltern, ja, also wenn ich die nerven sollte, dann ziehe ich wieder aus. Und ich meine, ist es dann so, dass du eigentlich da nur schläfst oder lässt du dich richtig bedienen, die Wäsche wird gewaschen, es wird gekocht, Mutti macht die Lieblingswurst auf die Stulle drauf? Naja, so? Es ist ja immer so, dass die Mütter das sowieso immer tun, auch, ja, wenn du das selber gar nicht willst. Also ich würde schon gerne mal Wäsche waschen, Mami. Aber sie ist immer schneller. Dass deine Mutter jetzt von der Couch fällt, wenn sie das hört, oder? Das ist doch neu. Dass sie sagt, lass mal, ich mach das schon richtig. Nee, nee, also ich bemühe mich, wie gesagt, aber sie ist immer schneller als, ja, ich. Mit, ja, wie viel Grad würdest du dieses Hemd zum Beispiel waschen? Das Hemd ist sehr teuer, auch wenn es nicht so aussieht. Doch, es sieht sehr teuer. Das, ja, sieht sehr nach Designer aus. Und ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ich würde es wahrscheinlich mit 35 Grad waschen. 35, 40 Grad, oder? 35 Grad, also kalt. Ja? Ja. Also von der Temperatur her ist das richtig, aber ich kenne keine Waschmaschine mit 35 Grad. Achso, gibt's gar nicht. Ja, oder? Oder gibt, nein, es gibt 30 Grad, 40 Grad. Da kannst du mal sehen, wie erfahren ich bin. Man kann aber 35 Grad hinkriegen, indem man kurz nach 30 einen Schraubenzieher rein. Das würde ich mal bei der Waschmaschine mit deiner Mutter ausprobieren. Okay. Ja. Dann warst du auf der Berlinale und jeden Abend Party. Das stimmt. Wirklich? Heißt Party immer, ja, mit Alkohol? Nicht immer, nein. Nein. Nee, also sollte es nicht immer heißen. Ich glaube, ich habe jeden Abend Alkohol getrunken, aber das sollte man sich jetzt nicht als Vorbild nehmen. Ja. Also da gab es bestimmt einige Leute, die sehr nüchtern waren. Ja, wie lange gehen solche Partys? Ja, ist Open End, also bis man keine Lust mehr hat. Meistens so bis fünf, sechs. So lange warst du jeden Abend da? Nicht jeden Abend, nein, um Gottes Willen. Aber ich war schon jeden Abend weg. Was macht man da eigentlich bis fünf? Jeden Tag sind ja im Grunde jeden Tag dieselben Leute, also Ben Becker und ein paar Bekannte und so. Also, ja, wie Gottschalk, Berben. Ja, Gottschalk war auf den Filmpartys? Das weiß ich nicht so genau. Also ich, okay, glaube, auf der Preisverleihung hier und so war er. Ach, auf der Goldenen Kamera? Genau, da, ja, war er. Ja, da war er. Ja, warst du da auch? Da war ich nicht, nee. Die registrieren, die registrieren uns jungen Leute ja manchmal nicht so. Jein, jein. Es sei denn, wir würden einen Preis kriegen. Aber wenn, ja, wir das nicht tun, das finde ich aber noch nicht so schlimm jetzt. Also ich werde schon mal irgendwann bestimmt dazu eingeladen. Mit Sicherheit. Zeit, ich glaube, dass ja jetzt auch der Goldene Kamera-Erfinder das hört und dich sofort einlädt. Ja. Nein, wirklich, weil das, und wahrscheinlich wirst du auch bald selber alle diese Preise kriegen. Die anderen sterben auch. Also ich meine, es ist ja auch. Nein, es ist ja so, dass junge Menschen nachwachsen müssen. Und du bist ja wirklich einer, der sehr gut im Geschäft ist. Das kann ich nicht verneinen, ja. Na, das ist wirklich, ja, so. Ja? Der Film ist ja jetzt auch das Sequel, wie man so nennt, ja, der zweite Teil, ja, weil der erste so erfolgreich war, oder? Das stimmt. Ja, oder war also, der nicht erfolgreich, man hat gesagt, man, nee, probiert es nochmal. Nee, das ist ja, glaube ich, selten der Fall. Also meistens beruht ja ein zweiter, ja, Teil auf der guten Basis vom ersten. Und das war auch der Fall, wir hatten 1,8 Millionen Zuschauer, das ist mit enorm, dem ersten Teil. Ja. Ja. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass der zweite auch gut läuft, natürlich. Ja, da wohnst du da auch bei deinen Eltern? Wir sehen einen Ausschnitt, das sieht so nach einer Geburtstagsfeier oder sowas aus jetzt gleich, ja? Im zweiten Teil kommen ja meine Eltern gar nicht mehr vor. Aha. Also, und es wird auch nicht erzählt, wo ich direkt wohne jetzt. Aber ja, ich wohne noch bei meinen Eltern, denke ich. Das ist eine Geburtstagsparty, auf der wir dich jetzt da sehen, ja? Das ist die Geburtstagsparty von einer 99-jährigen Omi, also, ja, die wird 99, das, ja, ist die Großmutter von meiner großen Liebe. Okay, sozusagen. Und diese Party ist wirklich sehr schön und stilvoll. Bitte, knallharte Jungs. Goa-Trance. Goa-Trance, ist das Musik? Das ist Musik, ja. Welche Art von Musik ist das? Das ist eigentlich ein Überbegriff für mehrere Arten von Musik, aber es ist eigentlich sehr elektronisch gehalten, meistens. Es kommen aber auch instrumentale Elemente drin vor, also Didgeridoos, Congas, Bongos und so ein Zeug. Manchmal sogar E-Gitarren, also manchmal wird richtig hart gerockt. Und das spielst du selber oder das hörst du dir nur gerne an?
Das höre ich mir eigentlich vorwiegend gerne an. Ich mache auch manchmal selber Musik. Ich hatte bloß in den letzten 3 Jahren nicht so viel Zeit dafür. Weil du nur gefilmt hast. Aber klettern gehst du noch. Dafür hast du noch Zeit, oder? Machst du es noch? Manchmal habe ich dafür auch Zeit, ja. Ja. Das letzte Jahr war ich nicht klettern, aber es kommt schon immer mal wieder vor. Ich mache das sehr gern. Und zwar dieses Spezielle, was ich sehr bewundere, Free Climbing. Ja, also ich habe schon immer ein Seil dran. Ich bin schon gesichert, weil ich das ja nicht so häufig mache. Ja? Jetzt. Und, aber du kletterst dann überhängen? Leute, du kletterst dann überhängen? Ja, das schon. Das schon. Aber gesichert, wie gesagt. Also Free Climbing heißt ja ohne Seil, ohne alles. Also dass man sich praktisch in Lebensgefahr begibt. Ach so, das heißt extrem klettern. Oder wie, ja? Nein? Ist das so? Ja, ist es nicht so? Ist es, nee, bist du nicht einer von denen, die so mit den Fingerspitzen oder mit den Nägeln so bis auf den Gipfel ziehen? Genau das, ja. Aber ich weiß nicht, ob es dafür einen bestimmten Namen gibt. Also ich denke, das ist einfach nur Klettern. Klettern? Also Klettern ist für mich einfach Seil. So das normale Klettern mit Always und so. Ja. Und dieses Extremklettern ist für mich eben dieses unglaublich durchtrainierte, sich mit bloßen Händen am Felsen hochziehen. Ja, okay, dann mag das so sein. Also ich will da nicht recht behalten. Wahrscheinlich hast du recht, weil ich klettere ja nicht, ne? Ich fahre mit der Seilbahn hoch, wenn überhaupt. Ja? Tobias, viel Erfolg für den Film. Und ich bin überzeugt, wir sehen dich bald wieder. Es sind noch viele andere Projekte, die du in Planung hast. Und alles Gute, war sehr schön, dich mal wieder hier gehabt zu haben. Dankeschön. Ja? Ja, Tobias Schenke, meine Damen und Herren. Danke. Knallharte Jungs. Tschüss.